Deutschland machen und dafür auch den Milliardenhaushaltsüberschuss des Bundes einsetzen. Der Finanzminister verwende das Geld falsch. Steuersenkungen zu versprechen, von denen die Reichen mal wieder am meisten profitieren. Anstatt dieses Geld zu nutzen und in die Köpfe unserer Kinder, in die Schulen, in die Infrastruktur, in den digitalen Ausbau und übrigens auch in die Besserstellung von Pflege zu investieren, zeigt, wir brauchen auch einen neuen Bundesfinanzminister. Schulz macht weiter Druck und der wirkt. Bayerns Finanzminister Söder räumt ein, dass es eben kein Strohfeuer sei, wenn die SPD erstmals seit 10 Jahren in den Umfragen wieder vor der Union liege. Er fordert, bürgerliche Konzepte zu präsentieren und den Solidaritätszuschlag schneller abzuschaffen.